Hallöchen und willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, es ist lange her, seit ich das mal Let's Played habe. Damals hatten wir einen Kommandosoldaten, den ich immer noch habe. Hier, Kommandosoldat, Best Jeans, existiert immer noch. Hat momentan allerdings keine Verwendung, leider. Und das ist eine Sache, die mir nicht gefällt, die ich gerne ändern würde. Im Grunde habe ich, ja, einen Charakter, mit dem ich momentan aktiv spiele, und das ist diese Hüterin hier. Momentan auf Tank gespeckt, kann allerdings auch DD'n, hat allerdings nicht so viel Gear dafür, deshalb hauptsächlich Tank. Und ich habe mir überlegt, was wir spielen, und ich dachte mir, okay, wir spielen einfach das komplette Gegenteil vom Kommandosoldaten. Das bedeutet, wir erstellen jetzt einen Charakter, ja, Stufe 1, bitte, Dankeschön. Das komplette Gegenteil bedeutet, wir spielen erstmal nicht mehr in der Republik, sondern bei dem Imperium. Wir hatten einen Kopfgeldjäger, also die Spielklasse vom Kopfgeldjäger. Das heißt, Kopfgeldjäger kommt nicht in Frage. Das heißt, wir haben noch drei andere Klassen. Dann wiederum habe ich mir gedacht, okay, was will ich unbedingt machen? Wichtig für mich war Dual Spec. Es bringt mir nichts, wenn ich einen reinen DD habe und der am Ende keine Gruppen für irgendwas findet. Und wer MMOs mal gespielt hat, weiß, dass die DDs gerne mal im Dungeon Finder 45 Minuten auf einen Invite warten. Und das wollte ich niemandem zumuten. Das bedeutet, die Klassen, die nur DD sind, fallen für mich schon mal komplett raus. Das ist glücklicherweise, ist das beim Agenten eine. Und das war's. Wenn ich es gerade so richtig im Kopf habe. Nein, gar nicht. Beim Krieger fällt auch einer raus, genau. Was wir dann haben? Wir könnten Krieger spielen. Allerdings fällt der Marodeur fällt schon raus, weil nur DD. Und Juggernaut fällt raus. Es ist zwar Dual Spec, ist allerdings die Spiegelklasse zu meiner Hüterin. Das heißt, ich könnte rein theoretisch das Gear, was ich habe, nehmen und rüberschicken. Und genau das möchte ich halt nicht. Da ich halt, ja, ich sag mal, von vorne anfangen möchte, diesen Charakter komplett hochziehen möchte, komplett auf höchsten Equipstand. Und mein Hüter ist momentan fast so weit, dass der den höchsten Equipstand hat. Das heißt, es macht keinen Sinn, einen Hüter neu anzufangen. Agent. Scharfschütze wäre zwar interessant zu spielen, fällt allerdings raus, weil kein Dual Spec. Saboteur wäre interessant, hat auch Dual Spec, kann heilen, ist recht interessant. Problem ist, ich ziehe mir auch momentan die Spiegelklasse zum Saboteur hoch. Als DD momentan hauptsächlich, aber auch das ist nicht ganz so gut. Außerdem, ich weiß nicht, mir gefällt der Saboteur vom Heilen her nicht so sehr. Das heißt, der Inquisitor bleibt. Als Inquisitor habe ich auf beiden Seiten die Möglichkeit des Dual Specs. Und da würde mich eure Meinung zuerst mal interessieren, was wir da spielen werden. Mir ist es vollkommen egal, ob wir dann Hexe oder Attentäter spielen. Hexe ist halt Range DD und kann heilen. Und der Attentäter ist halt der Tank und kann auch Schaden machen. Wahnsinnig viel. Allerdings Melee. Steht also direkt am Gegner dran. Attentäter macht sich unsichtbar, Hexe nicht. Hexe geht hin, macht Blitze überall. Der Attentäter hat ein Doppellichtschwert und macht sich unsichtbar und sticht alles ab. Das ist so, ja, die grundlegende Spielweise. Da wäre eure Meinung in den Kommentaren sehr gut, sehr erwünscht, was wir dann mit Level 10 auswählen werden. Wie gesagt, das ist mir persönlich eigentlich recht Wumpe, deshalb lasse ich mich da überraschen. Wir spielen. Ein Schiss, weil ich davon nicht so viele habe. Ich kann mich gerade noch so... Das ist doch nicht etwa Angst. Männlich. Die ich da rieche. Wir haben vom Körperbau 1, das ist klein und schmächtig, über normal gebaut, über Muskelprotz zu, naja, sagen wir Relaxo. Aber so heißt das mein Ding schon, das heißt, es wird auch nichts. Die habe ich, also Körperbau 2 habe ich teilweise schon, das ist mir persönlich ein bisschen zu schmächtig, sag ich mal. Das heißt, wir nehmen einfach die 3. Kopf ist soweit okay. Haarfarbe hätte ich gerne schwarz, danke. Ich muss nur wissen, wo Hautfarbe. Das Blau.
Das Blau sieht schön aus. Das nehmen wir. Wir brauchen Narben. Das klingt spannend. Ja. Nee, nicht so eine Explosion in der Fresse, das will ich nicht. Nur so ein bisschen ist auch langweilig. Das klingt spannend. Also wenn, dann soll es irgendwie eine Narbe sein, die aussieht, als hätte sie im Duell bekommen. Okay, das nehmen wir. Das sieht aus wie ein Lichtschwert quer durchs Gesicht ich gezogen. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Ja, Haare, nein. Also Haare ja, aber nicht diese. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Nein. Nein, 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 nein. Nix da. Das sieht interessant aus. Nein, 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 nein. Okay. Wo war das? Ich finde das. Da. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Und Name, jetzt kommt wieder der schwierigste Teil in jedem MMO. Namen zu finden, der nicht schon vergeben ist. Zahlen funktionieren hier nicht. Und da ich ein bisschen vorausgedacht habe. Steuerung V. Name ist nicht verfügbar. Super. Das klappt ja wie am Schnürchel. Schnell neue suchen. Den hat garantiert schon einer. Den will ich nicht. Der ist okay. Da ich persönlich, was Namen angeht, so wahnsinnig unkreativ bin, habe ich einfach im Hintergrund gerade einen Namengenerator offen. Und habe da einmal durchgeklickt, bis ich Namen gefunden habe, die mir irgendwie gefallen haben. Und naja. Maus weg. Jetzt kommt gleich eine Filmsequenz. Da will ich keine Maus im Bild haben. Und ja. Starten wir als Inquisitor. Wenn das Spiel dann sagt, okay, wir können. Ah, geht doch. Bist du auch eingetroffen? Hoffentlich hältst du dich nicht für etwas Besonderes. Es wäre eine Schande, wenn dir die Freiheit zu Kopf steigen würde oder du glaubst, dass du die Prüfungen zum Sith nicht bestehen müsstest. Lord Zesh möchte, dass ich unter euch Ungeziefer nach jemandem suche, der würdig ist, ihr Schüler zu werden. Genau das werde ich tun. Okay, also Harkun kann ich jetzt schon nicht leiden. Naja. Gebt uns eine Chance. Wir werden uns als würdig erweisen. Genau das werden wir herausfinden. Gut, der Rest von euch Insekten kennt seine Aufgabe bereits. Fangt an, während ich unsere Nachzügler auf den neuesten Stand bringe. Passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Er kann uns nicht alle töten. Oh. Danke, aus dem Mund eines hübschen Mädchens höre ich das gerne. Ihr seid süß. Lasst euch nicht unterkriegen. Und jetzt zu deiner Prüfung. In Ajunta Pauls Grab im Tal der Dunklen Lords lebt ein Einsiedler namens Spindral. Spindral ist wahnsinnig, aber für Lord Zesh ist er eine Art Prophet. Sobald du ihn gefunden hast, wird er dich prüfen. Von mir aus. In Ordnung. Ich suche den verrückten Einsiedler in diesem wahnsinnig gefährlichen Grab und bestehe seine kleine Prüfung. Doch genug geredet. Du kennst deine Aufgabe. Spindral lebt in Ajunta Pauls Grab im Tal der Dunklen Lords. Lass Spindral nicht warten. Okay, lassen wir ihn warten. Machen wir. Kein Thema. So, ja, willkommen zu Knights of the Fallen Empire. Vielen Dank. Zuerst mal kein Vermächtnisnamen. Das ist mir auch egal. Los geht's. Und während wir laufen, stelle ich hier gerade noch ein bisschen was ein. Das sind hier gerade meine
Interfaces, sag ich mal. Moment, Heiler ist falsches Interface. Ah, wo ist es? Da ist es. Das ist das richtige Interface. Schnell mal alle Nachrichten mitnehmen. Und wir sind fast Level 2, sobald das erledigt ist. Einmal schnell hier durchklicken. Das dauert auch registriert, dass ich das alles mitgenommen habe. So. Ach, daneben geklickt. Noch. Okay. Ja, ganz vergessen. Star Wars stellt hier wieder alles um. Ist das da? Moment. End-of-Crew-Fähigkeiten. Oh, gelben Fenster. Inventar. Z. Okay, das sieht gut aus. Haha, perfekt. Jetzt habe ich mein Inventar wieder da, wo es hingehört. Schnell einmal alle Titel, die wir haben, aktivieren. Und alles andere. Und dann können wir loslegen. Wenn das mit dem Titel auch mal hinhaut, danke. Ich werde an dem Interface höchstwahrscheinlich noch ein bisschen was rumbasteln. Weil das garantiert nicht das Interface ist, was ich am Ende benutzen werde. Aber das gucke ich später mal. Vorher wollen wir erstmal Level 10 werden. Das Interface werde ich dann auch dementsprechend ändern, was dieser Charakter später machen wird. Wenn es ein DD ist oder ein... was? Ja, von mir aus. Ob das jetzt ein DD wird oder ein Tank oder so. Sprint an und erstmal schneller. Okay, wir wollen erstmal Knorrschnecken umbringen. Denn das ist eine kleine Bonusquest. Und wir sind Level 2. Wie ihr sehen könnt, unsere Angriffe brauchen alle, oder fast alle, Macht. Das ist hier diese kleine gelbe Leiste. Und, ja. Sobald wir keine Macht mehr haben, kann man da halt nichts mehr machen. So, Moment, hier fehlen noch zwei. Ich dachte eigentlich, dass da drin noch welche sind. Scheint nicht so zu sein. Knicken wir die eben um. Wiedersehen. Zack. 66 HP und ab dafür. Zu dem, was ich alles bekommen habe in der Post, das sind alles Belohnungen für herzlichen Glückwunsch, du hast Star Wars gespielt eine Woche. Minikarte rauszoomen. So. Beziehungsweise Vorbesteller, Boni und was weiß ich nicht alles. Alles irgendwie, ja, kann man machen, muss man nicht. Quests, ich werde einen Großteil der Quests überspringen. Diese normalen Quests werde ich alle überspringen. Die Storyline ist auch so lang genug. Alle Quests, die ich machen werde, sind diese lilanen. Das sind praktisch Klassenquests und die Hauptstoryline auf dem Planeten. Und ja. Chat werde ich, glaube ich... Ja, komm, Chat mache ich einfach aus. Weil brauchen wir eh erstmal nicht. Brauchen wir vielleicht, wenn ich irgendwie Gruppen suche für irgendwas. Dann kann man nochmal den Chat benutzen. Ansonsten ist der erstmal vollkommen egal. So, der nette Kollege pullt dann gerade mal. Und wir gehen jetzt Spindral besuchen. Oder Spindral oder wie auch immer der Kerl heißen möchte. Sprich mit Spindral. Okay. Kein großes Problem. Da oben sitzt es da schon. Hier sind noch ein paar andere Akolyten. Guten Tag, auf Wiedersehen. Hi. Fremdartiger Akolyt. Ungewöhnlich, aber nicht unerwartet. Die Sith behandeln dein Volk nicht gut. Aber das wird eher von Vorteil sein, denke ich. Du bist hier für deine Prüfung, ja? Du sollst die Geheimnisse der Sith von einem alten Tatterkreis in einem Grab lernen. Ja. Dann hoffentlich mit einem Zeichen meiner Zustimmung zu deinem Aufseher zurückkehren. Nein, nein, ich bin zum Spaß hier. Eigentlich wollte ich nur ein wenig frische Luft schnappen. Willst du mich zum Narren halten? Niemand kommt einfach nur so in diese Gräber. Selbst ich nicht. Nein, man kommt wegen der Macht. Weil man spürt, dass diese Gräber die Geheimnisse der dunklen Seite verbergen. Und das stimmt auch.
Doch bevor du sie erfährst, musst du eine Blutsprüfung bestehen. Überlebe, und ich verrate dir, was ich weiß. Okay, Notiz an mich selbst. Wenn man mit alten Leuten spricht, immer die Sarkasmusflagge dabei haben. Nett. Nett, nett, nett. Oh. Ach, das meinte er mit Blutsprüfung. Klar. Du hast eine komische Maske auf, mein Lieber. Okay. Töte Akolyten. Okay. Legen wir los. Und da kriegt der Nächste. Der Nächste. Und der Nächste. Los, komm ran. Langweiler. Langweiler. Haben alle keine Ahnung, wie man kämpft. Diese ehemaligen Akolyten wollten nur eine zweite Chance auf Ruhm, indem sie dich töten und deinen Platz einnehmen. Nett. Aber dein Verlangen war stärker und du hast deinen Sieg mit ihrem Blut versüßt. Gut gemacht. Doch noch bist du kein Sith. Ach, Manu. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. So lautet der Kodex der Sith. Behalte ihn im Herzen und du wirst die Stärke haben, alle deine Gegner zu vernichten. Verstehst du? Ja, ja. Aber ja, es ist meine Bestimmung, ein Sith zu werden. Gut. Dann geh. Geh zurück zu Harkun und vermehre deinen Hass auf ihn. Benutze deine Angst vor ihm, um stärker zu werden. Vielleicht hebt er seine Faust, um zuzuschlagen. Doch es ist Lord Zash, die bestimmt, wen der Schlag trifft. Was ist mit Lord Zash? Ich frage mich nur, wer Zash kontrolliert. Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du mehr Macht haben als deine beiden Meister. Geh jetzt. Ich muss ruhen. Okay. Melden wir uns bei Harkuns neuen Platz. Ich glaube, hier gab es auch noch mal eine Bonus-Quest. Irgendwie Chlorschnecken umbringen oder irgendwas anderes? Irgendwas töten, glaube ich. Schauen wir mal. Schwert raus. Geradeaus durch. Ich bin jetzt... Ja doch, Chlorschnecken umbringen, meine ich. Gab es als Bonus-Quest. Ja. Insgesamt sechs Stück umbringen. Das ist ja kein großes Problem. Der kriegt einen Schock rein. Der wird so angeblitzt. Und fertig. Und wir sind Level 3. Level 3. Sehr schön. Wiedersehen.